Hi. Ja, die Werbung kam schneller als die Polizei erlaubt. Und ich versuche hier immer noch dieses Wasser wegzukriegen. Es ist gar nicht so einfach. Hannes im Kampf mit den Naturgewalten. Es ist gar nicht so einfach. Ich versuche hier einen Abfluss zu bauen, aber ich glaube, der Druck, der hier drauf herrscht, irgendwie ist wie, ne? Weiß schon. Druck herrschen und so. Peniswitz einfügen. Ah, ah! Jetzt, Pause, jetzt, jetzt! Pause! Baus hoch! Nee, da ist immer noch Wasser im Tunnel. Ja. Ich muss aber hier schon mal das richtige Tool holen, damit ich sofort die Schleusen schließen kann. Alter, Wasser im Tunnel hier. Raus mit dir, Wasser. Fließ da raus! Es ist doch nicht die Möglichkeit, also... Es drückt es immer wieder rein. Ey, Schwein. Also dieses Boot, das macht mich die ganze Zeit total wahnsinnig. Das grindet. Der rastet völlig aus. Die sind, ja, ey, diese Boote sind wirklich so hart darauf geeicht zu grinden. Ich glaube, die haben zu viel... Der Chat gibt gerade den Tipp, den Eingang weiter oben zu machen, dass du halt schon früher reingehst, damit das Wasser nicht sofort reinditscht, weißt du? Ach so, meinst du, ich kann das schon verbinden? Das war ja... Das war ja gerade die Sache, dass wir hier permanent runtergehen und ich glaube nicht, ich kann... Guck mal, es ist doch nur... Ist, oh. Oder halt abpumpen mit einer Pumpe, aber ich weiß nicht, ob... Das geht? Ich weiß ja nicht, ob es geht. Das könnte man mal ausprobieren. Das probieren wir aus, okay. Wir haben hier... Was ist denn da für ein neues Wasserwerk? Braucht das Strom, das Ding? Ja, ja. Nee, es generiert doch Strom. Ach nee, so. Es braucht Strom. Nee, das ist verkehrt. Okay, das wollen wir doch mal sehen. Du blöde Pumpe! Da geht mir fast die Pumpe, du. Oh, was geht ab? Connection to a water pipe. Mehreren Wasserpumpen vielleicht sogar. Ja, nee, ich bin ein Idiot. Ich habe das natürlich nicht mit einer Pumpe. Das kann nirgendwo hinpumpen. Weil achso, ja, das muss natürlich irgendwann ins Netzwerk. Kein Röhrchen haben. Zack, mach das dahin. Alter. Kann ich das auch pausieren, das Ding hier? Bam. Ich will, dass es so ist. Ja, wenn du die Zeit pausierst, ist es doch immer hell, oder? What? Ah, hier. Jetzt habe ich ein bisschen Kopfschmerzen. Aber nur ein bisschen. Ja, also es geht noch. So, jetzt gib ihm wieder, gib dem Affen Zucker hier. Oder du schaffst anders Platz, um damit das Wasser quasi... Leute, ihr seid das funktioniert wirklich. Von geniale, Hammer. Kleine, große... Männliche, weibliche, androgyne, metrosexuelle Hammertypen und Ladies und metrosexuelle. Also Metrosexualität ist ja gar nicht, also dann eher, wie nennt man das? Bigeschlechtlich? Wie nennt man denn Zweigeschlechtlichkeit? Achso. Ist das nicht Transsex? Nee. Transsexualität, sehr gut. Transgender wirklich? Oder sowas. Ist das wirklich so? Ja, ist der richtige Terminus wurde, glaube ich, sogar bei Beards, was ja nächste Woche ist übrigens. Stimmt, nächste Woche. Nein! Oh, oh, oh. Ja, das kommt, also ich sag dir, das drückt von unten durch. Du musst erst den Tunnel quasi fertig bauen, dann ist es sowieso weg. Manches fließt vielleicht auch drüber. Alter, Leute, wollt ihr mich... Dieses foppen? Verdammte Wasser. Ich würde sagen, wir bauen erstmal den Tunnel weiter. Komm, erstmal scheiß auf das Wasser, das kannst du später immer noch abpumpen. Ja, weißt du, was das Witzige wird? Was denn? Wir müssen hier erstmal rauskommen. Ah, das ja, heißt, stimmt. Ich würde aber sagen, wir kommen hier raus. Das bauen, aber guck mal, hier sind wir schon recht flach. So ähnlich wie deine Mom. Junge, was geht? Transsexualität. Oh. Der Chat. Ja, der. Ich habe es letztens schon gesagt. Ich habe dieses wunderbare Almosen-Daily immer noch nicht gesehen. Was? Du bist geil. Say what? Say what? So. Wir schnappen uns diese Höhe, führen das einmal hier rum. Das war auf jeden Fall grandios. Wir führen das einmal hier rum, weil, how I already told you, ich will ja hier eine Straße rumbauen. Da soll der Dings langlaufen. Ich weiß, das sieht jetzt noch kacke aus. Das werden wir auch alles wieder... Das ist zu nah, das machen wir hier lang. Wie sieht denn das aus, Steffen? Sei doch einfach mal Wohngebiete, wie sieht es damit aus? Ja, ne? Kommt. Aber jetzt, wir bereiten ja gerade vor. Wir sehen schon wieder, ja, wir müssen hier nachfüllen. Nasty, new, nasty. Es ist alles hier... It's all in the mix, würde ich all sagen. All in the mix, ja. Was nicht irgendwie mal der Slogan von irgendeinem Radiosender? It's all in the mix. Ich kenne das auch. Ist das aus irgendeinem Radio? Ich glaube... Oder so, ne? So, wir setzen den so lange da hin. It's all in the mix. Aber das Geile ist ja, dass der Chat, der ist ja so ähnlich wie Gott oder ich, allwissend. Und, oder, keine Ahnung, wie sie alle heißen, Shiva und Cthulhu und, also alle höhere Lebewesen
allwissend und die werden wissen, woher It's All in the Mix kommt. Ich kann... So, du hast gecheckt. Ich bin etwas verwirrt, weil die Uhr blinkt. Twix. Check ich nicht. Ich auch nicht. Jetzt was soll's? Twix. Jetzt ein Twix essen, oder was? So, wir müssen das mal laufen lassen. Damit kennst du noch von früher die Enjoy Chill Out Lounge mit Grandmaster Flash und Fab Five Finger? Hm. Los Namos Me Sargon, ne? Wassos. Irgendwie sowas. Alter, guck mal, das wird so geil, wenn hier... Zieh das rein. Hier wird der Highway langlaufen. Ach du, zieht euch das rein. Entschuldigung, wir hatten ja eben... Ich darf doch nicht mal reingucken. Ja. Twix! Es kommt von Twix! Danke, Regie. Regie? Ihr seid also die Allwissenden, ja? Nicht schlecht. Ich glaube, wir brauchen mehr. Guck mal. Weil wenn hier ein Highway... Guck mal, zwei Highways nebeneinander sind schon so breit. Ich muss das breiter machen. Es muss einfach mal breiter werden. Ich muss sozusagen feeden. So schon mal, es gibt den Film Feeder. Von dem wurde mir viel erzählt, ich habe ihn noch nie gesehen. Kennst du diese, es ist so, ich glaube, auch so ein Amerikaner-Ding. Oder Afrika, ich glaube, da machen die das auch. Frauen mästen, weißt du? Ah, ja, und dass sie jetzt so fett werden, dass sie sich nicht mehr bewegen können. Dass sie quasi abhängig von einem Mann werden. Genau, so machen, und oder? Das finde ich... Relativ geil. Ja. Und es gibt einen Film dazu, der heißt Feeder. Und ich kenne nur das Cover und so, das damals in meiner Ausbildungszeit, war das so ein bisschen so ein Running-Gag. Und wie kam ich jetzt auf Feeder? Wegen Twix. It's all in the mix. Ich hab's. Ah nee, weil du Land feeden wolltest. Also das Land verbreitern. Ja, und so. Stimmt. So. Deswegen. Jetzt müssen wir natürlich hier rauskommen. Das heißt, wir gehen da noch Unos Depot Diparamatisches. Das heißt, wir ziehen hier das noch weiter raus. Wasser verdrängen lassen. Aber das wird so geil. Ich krieg ohne Scheiß, ich krieg ein bisschen nasses Höschen. Weil ich schon so richtig geil auf die... Oh, 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 oh. Jetzt läuft es alles wieder... Na gut, was soll's. Watch Schutz. Jetzt wird natürlich hier schön der Hafen überflutet, aber ist auch okay. Jetzt nehmen wir uns hier natürlich diese Höhe. Bang. In the gang, gang, banged. Kennst du den geilen Track? In the gang, gang, banged? Nee. Gibt's auch nicht, aber ich habe einen Kumpel, die hat eine imaginäre Band. Die hat eine Seite. Wie kann man denn eine imaginäre Band haben? Naja, die hat eine Seite und all sowas, also MySpace und so, das war glaube ich noch vor Facebook-Zeiten. Und hatten sogar ein imaginäres Album mit Cover und allem und ja, sowas geil. Und eine Tour und so, die Spritzschiss-Tour. und die hatten zum Beispiel einen Song In the Gang Gang Banged. Und wir haben den immer gesungen, ohne dass er existierte. Ja. In the Gang Gang Banged! Ja, geil, aber dann. Also es war so eher, wäre wahrscheinlich Rock gewesen. Also Gruß an Hydraulic Force oder Hypnotic Morse. Hypnotic Morse hießen die. Oder Hydraulic Force. Hydraulic Force hießen die, genau. So, kurz Wasser verdrängen lassen. Heute Abend bleibt es übrigens bei DS3. Also ich habe bisher noch nichts anderes gehört. Dark Souls 3. Hier dann später mit dem Gregor. Ja, wie spät haben wir es denn? Es ist jetzt 21.28 Uhr. Was? Wir haben nur noch eine halbe Stunde? Guck mal! Nein, eine Dreiviertelstunde haben wir. Alter, der grindet wieder. Ey, was ist, wieso grind? Ich sag dir, ey, wir sollten hier mal irgendwie so Fahrverbotszonen für die Schiffe einrichten. Alter, das geht ja gar nicht, was hier passiert. So, das heißt. Diese Kaöten. Wir kommen hier raus und droppen jetzt runter. Wir versuchen so schnell wie möglich runterzukommen. Das geht jetzt schon nicht. Ich weiß nicht, wieso es jetzt. Okay, ich muss das weiter rausziehen. Weiter rausziehen, so wie mein Höhepunkt. Ich bin im So-Wie-Modus, da musst du jetzt durch. Das ist völlig in Ordnung. So wie durch meine Höhe. Völlig in Ordnung. Genau, und das Dark Souls 3-Ding nachher ist der Stresstest. Quasi sowas wie eine Closed Beta. Aber nur einmalig oder so. We got it, boy. So, we got it, my man. Oh, falsch. Hoch, hoch, hoch. Ich weiß nicht, wie wir hier nachher rauskommen. Ich setz ihn mal. Naja, doch, komm. Kriegen wir schon hin. Runter. Ja, gut. Im Endeffekt können wir das ja immer noch anpassen, von der Höhe her, auf dem Weg dahin. Das stimmt. Also von daher, das geht ja noch. So, runter mit dir. Schweinebraten! Ah, sehr guter Tipp von Motte 7. Man könnte auch einfach an einer unwichtigen Stelle den Meeresgrund etwas senken. Das machen wir damit jetzt. Einfach ein bisschen Wasser abfließt und das alles nicht gleich überschwappt. Heieiei.
Alle schlauer als ein Bauer aus der Stadt der Kalauer. Alter, ich Mutario hat den gleichen Tipp gerade gegeben. Danke auf jeden Fall. So, jetzt schmuben wir den Shit out. Damit's not so. Jetzt kommt das Wasser wahrscheinlich gleich wieder. So, jetzt müssen wir uns die Höhe schnappen, wo das Ding hier aufhört. Machen hier Plus. Plus. Driven einfach mal. Du brauchst jetzt hier die Landwurst, ne? Ich baue jetzt hier die Landwurst. Ja, finde ich schön. Trifft das denn? Ja, fast. Schon. Geht schon. Geht schon. Das wird schon funktionieren. Zack. Zack. So, jetzt machen wir erstmal die Streets. Alter, Leute, das ist echt ein krasses Projekt, oder? Also, ich bin wirklich ein bisschen... Nein! Das ist auf jeden Fall aufwendig, sagen wir es so. Ich muss Was ist jetzt passiert? Nee, nichts. Ich hab so getan, als wäre es irreparabel. Oh Mann, was ist das für ein Fehler-Chat? Den habe ich seit neuestem. Ich gehe da hin und auf einmal, wenn ich hier rüber gehe, verschwindet alles. Das heißt, ich muss da gerade hoch und dann nach links. Wenn ich da drauf gehe, das aufbleibt und ich da hinkomme. Liegt das vielleicht an dem Mod oder so, dass der irgendwie nicht richtig implemented ist? Implemented? I don't Knopf. Leute, wie sieht das aus? Zieht euch den Shit rein. Komm, den machen wir jetzt kurz, den Joke. Den lasse ich mir jetzt nicht nehmen. Ja, hier oben müssen wir jetzt mal drauf scheißen. Hui. Komm, der ist zu gut. Und jetzt nicht zu machen. Erwachsene Männer spielen City Skylines, Alter. Dumm. So. Ich finde, das solltest du lassen, einfach nur. Ja, man halt so, auch eine, das ist so das Geheime. Akzente hat, weißt ja, du? Also, ja. Meine Mutter ruft mich dann an. Hannes, ich habe gesehen, du spielst City Skyline. Das ist so toll, wie du das machst. Alter. Oh! Argentinien. So. So, jetzt brauchen wir hier Escape. Nein. Oh, ich bin ein bisschen heute auf dem Escape-Button hängen geblieben. Siehst du aber, OS Optik hat den gleichen Tipp wie wir, oder wie ich vorhin an dich, dass man nämlich einfach das Land hochmachen kann, dann den Tunnel bauen kann, dann das Land wieder absenken kann, dann ist der Tunnel noch da. Angeblich. Ja, aber dann ist er ja over water. Ah, ja, okay. Also hier, wir haben es. Guck mal, der, ja, perfekt. Der trifft schon. Leute, wenn ich die Tunnel jetzt hier nicht perfekt baue... Das wird nachher alles noch schöner. Nein. Ich also, scheiße auf die Tunnel, die sieht man ja nicht. Ja, aber die Tunnel sind wichtig, Hannes. Aber guck doch mal. Ey, kommt. Aber du hast irgendwie falsch gebaut. Das ist irgendwie wieder ein Anschlussfehler. Oh, ja. Also, ich habe ja übrigens, ne, ich lese ja... Ab und zu mal so dieses Reddit. Rocket Beans cheated, war da letztens. Wir cheaten? Ja, weil zum Beispiel bei City Skylines, ne, Unlimited Money. Wie du hast unendlich Geld? Du spielst mit unendlich Geld? Ja. Und warum tue ich das? Das habe ich letztes Mal schon erklärt. Das finde ich nicht gut, Hannes. Ja, ich tue es nämlich, aber... Du bist jetzt gerade so richtig... Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich jetzt, glaube ich, nicht hier. Also, ich finde, Cheaten ist echt... Cheaten ist nicht so gut. Mieten. Blöd. Ja. Hier ist immer noch... Cheater müssen in den Jugendknast. Echt? Hab ich mal gehört, ja. Das ist schlimmer als Raubkopien. Raubkopierern. So, und jetzt setzen wir... Weißt du was? Scheiß auf den Dödel jetzt. So, und jetzt müssen wir nämlich überlegen... Warte mal, welche Richtung ist das denn hier? Das ist natürlich die... Nein, was geht denn hier ab? Ey, Leute, ich hab das Die Pumpe soll weiter pumpen. Pump ab den... Ach nee, weil da jetzt da oben keine Pumpe ist, an diesem Fleck direkt im Tunnel. Und von oben läuft es auch irgendwie rein. Da läuft es... Ah ja, da sollten wir ja den Trick nehmen, hier mal tiefer setzen. Weißt du warum? Weil jetzt hier so viel Wasser verbrannt wird. Stimmt. Stimmt, ja. Das müssen wir jetzt erstmal über uns ergehen lassen. Und aber wenigstens zerstört es keine Straßen oder sowas. Das wäre richtig mittelmäßig. Ach, wenn die Flut einfach so die Straßen wegspülen würde die ganze Zeit oder Häuser oder so. Wann kommt die Flut? So, ach nee, da kann ich nicht tiefer bauen, ist natürlich logisch, weil da der Tunnel ist. Hannes, wie waren deine erste Toilettenerfahrung als Kind? Das haben sie wahrscheinlich gestern schon längst gehört. Gestern? Vorgestern. Bei Toilet Tycoon habe ich. Hast du dir schon zum Besten gegeben, deine Geschichten? Ja. Mann. Was passiert denn da jetzt? Ja, Mann. Dieses. Nazi-Wasser. Es ist wirklich naziistisch.
Mann! Nein! Ja, es verdrängt schon wieder. Ich habe hier schon wieder... Das Ding ist halt immer, wenn du terraformst, wird Wasser verdrängt, du musst warten. Multiple Probleme, Alter. Ich dachte schon, multiple Sklerose. Oder du baust einfach jetzt so einen schützenden Wall nochmal, einen etwas höheren, und pumpst dann das Wasser von innen aus. Stimmt, okay. Alter, ohne Kack, ne? Ich habe mich schon oft gefragt, also wegen deinem Aussehen bist du hier auf jeden Fall nicht engagiert worden. Aber außer Penis hast du sogar manchmal was in der Birne. Ab und zu, ja, habe ich einen hellen Tag. Das ist aber auch nur 10 Minuten am Tag, also. Dass du außer Penisse was in der Birne hast. Ja. Okay. So, du meinst sowas hier. Genau. That's the way. Muss natürlich wahrscheinlich vielleicht ein bisschen höher sein, weil jetzt. Nein. Pump up den Shit. Pump ihn ab. Also es ist. Manchmal kriege ich halt wirklich Herpes und das am ganzen Körper. Instant. So wie Masern. Und jetzt den Boden irgendwo draußen im Wasser senken. Draußen. Also jetzt hier irgendwo im Meeresboden, damit das Wasser quasi dahin fließt und nicht dahin. Weißt du? Irgendwo mitten im Wasser einfach mal den Boden senken. Weißt. Kam vom Chat. Junge, der Typ. Du weißt. Machst du jetzt hier irgendwie, ja, richtig tief. Alter! Oh. Alter! Aber er macht da einen kleinen Tail-Grind, ja. So. Finde ich ganz geil. So, ich senke. Tiefer kann ich gar nicht senken. Hast du schon gesenkt? Tiefer kann man nicht senken. Mist. Mann, was ist. Oh nein, jetzt habe ich hier alles. Was? Waterpipe not connected, ja. Ach so, weil ich bestehe auch manchmal wirklich aus Kohle. Wasser, ja, genau. Hm. Ich habe ja keinen Strom. Also, so. Gib mir deinen Saft, Alter. Ah. Ja! Da ist aber immer noch Wasser drin. Fies. Aha! Hast du nicht auch den Verkehrsmod, mit dem du mit einem Auto mitfahren kannst? Fährt das Ding dann vielleicht auch durch den Tunnel durch? Das wäre auch geil, oder? Warte, sofort. Ich schieb die mal hin hier. Oh, da fährt der eh noch nichts lang. Oh also. Nein, das ist jetzt eine Wasserpumpe. Und das ist Abwasser. Das habe ich gerade falsch gemacht. Wo sind meine Pumpen? Siehst du meine Pumpen? Ah, hier. Habt ihr noch Platz? Ja. Habt ihr noch Platz? Bisschen viel, ne? Du brauchst auch keine mehr. Ja, aber die habe ich jetzt gebaut und dachte, sei nicht immer zu verschwenderisch, Hannes. Ja, okay. So. Jetzt heißt das, wir making this one away. Ja, vielen Dank, lieber super duper Shared. So, schaffen wir das? Jungs und Mädels. Damn. Ist das jetzt nicht die schönste Ausfahrt? Das kann man im Nachhinein immer noch ein bisschen korrigieren. Das Hauptsache, es funktioniert erstmal. Der hier muss jetzt eigentlich gleich hochgehen. Das schaffen wir gar nicht. Aber der Flughafen oben sieht halt ein bisschen popelig aus, ne? Der ist noch lange nicht ready for satisfaction. Also auch das Gebäude an sich halt. Das ist halt einfach nur so ein Landebahn. Da muss ich mir noch was Schöneres kaufen. Ne? Okay, das müssen wir hier... B, B, B. Kennst du BB für den Hintern? Nimmt man da nicht BB? Ja. Das ist, damit es schön smooth wird alles wieder, ne? Schön smooth. Smooth. Ja, oh. Na egal. Wir machen es jetzt einfach mal. Wir können es ja immer noch back. Aber dann brauchen wir auch so ein paar so ein paar Wohngebiete direkt beim Flughafen, damit du da Leute hast, die sich beschweren können. Über den Lärm. Stimmt. Ohne Leute, die sich beschweren. Deinen Leuten geht's einfach zu gut. Du brauchst mehr Leute, die einfach ein bisschen auf die Straße gehen, ein bisschen demonstrieren. Das ist doch hier. Naja, komm. It has to be. So. Und jetzt muss nämlich hier drunter durch. Oder die kommen da. Das ist der, der rausgeht. Hä, warte mal. Achso, nee, der ist jetzt falsch rum. Das mache ich mal, sonst bin ich verwirrt. Das ist der, der reingeht. Gleichzeitig trifft er natürlich... Ach, wir haben noch einen Kreisverkehr. Wir brauchen noch gar nicht zwei Richtungen. Nö. Wir haben einen Kreisverkehr. Gut, dann kann ich... Du wolltest doch zwei Richtungen bauen, damit es nicht so krass wird, oder? Naja, aber der wird nur in eine Richtung führen, einmal rumgehen. Ja, stimmt. Im Endeffekt ist es... Ja, okay. Das ist total blödsinnig, was ich hier gebaut habe. Dann kann ich kannst du einmal rumbauen, das reicht schon. Dann mache ich das mal... So. Und halt immer die verschiedenen Abfahrten, so zwei, drei Stück und dann geht das. Manchmal, weißt du, manchmal fühlt man sich geil und manchmal fühlt man sich wie das letzte Hindler-Weltler-Mädchen. Du bist aber auch sehr kritisch zu dir, Hannes. Du bist halt ein Perfektionist so ein bisschen, ne? Stimmt. So, da
Das stimmt. Lieber Steffen, du hast mich durchschaut. So. Jetzt ist die Frage, kann ich das hier mit dem connecten? Oh, why you don't do this? Dann machen wir das anders. Entschuldigung, Entschuldigung. Dann machen wir das nämlich so. Ja, oder wir führen einfach nur ein Tier auf so einmal rum und machen keine Abfahrt, damit die Leute mal schön winken können zum Flughafen und dann das weiterfahren müssen. Also, ey, ich war übrigens letztens in Islands und es war derbe geil, weil ich einmal um den Flughafen gefahren bin. Oder was meinst du? Ja, genau. Oder was meint? Der Chat. El Chetto. El Chetto. So, und hier geht's raus. Applaus. Bayam. So, das ist nämlich, das ist die tolle Abfahrt nach da. Und das gleiche müssen wir nachher da bauen, aber wir bauen jetzt einmal umrum. Weil ich sehe gerade, wir sind leider bald off. Wir sind leider bald nicht mehr da und ohne ich glaub, Scheiß. Wir haben doch dann noch ein bisschen was, oder? Hä, wie spät ist denn? Regie, könnt ihr kurz sagen, da wann... Da oben rechts steht's doch. Ja, aber das ist, glaube ich, die erste nächste Werbepause, oder? 22 Uhr ist doch Schluss. Echt? Ja, was ist doch erst 21.42 Uhr? Ich komme auf mein Leben nicht mehr klar. Regie, haben wir nach der Werbepause noch ein bisschen? Bis 22 Uhr, okay. Also haben wir noch ein bisschen. Geil. Da haben wir noch ein bisschen. So, wir weißt du, was wir jetzt nämlich schon machen? Was denn? Wir bauen auch gleichzeitig das, was wir hier gebaut haben. Wenigstens dieses Stück. Das müssen wir jetzt hier einmal bauen, damit wir da hinkommen. Und wir müssen... Willst du nicht da lieber über Amsterdam rüber? Bis nach da oben? Macht das nicht mehr Sinn? Da musst du hier nicht noch so einen scheiß Tunnel einmal quer durch den ganzen... Aber willst du komplett eine fette Autobahn? Oder wir machen hier wirklich eine Brücke? Da. Ja, da, genau so. So meine ich das auch. Das ist quasi so ein bisschen so Inselhopping. Inselhopping? Inselhopping. Ist das so dein neues Hobby? Ja, ich mache das halt jedes Wochenende. Ne? Ich fliege halt immer so ein bisschen nach Bali und so. Ja, wie die ganzen Inseln heißt und mache da so Inselhoppinge. Ja, Haukes Ziehsohn, das heißt, die ganze Kohle, die Hauke ja. Der Hauke macht ja nur noch Kohle. Grundsätzlich ja. Ja. Und auch angeboren. Der schmeißt ja halt auch mal, hier hast ein Taui. Sag doch Hauke immer, hier hast ein Taui. Also höre ich ihn jedenfalls öfter mal sagen. Ja, das sagt er halt nur zu Leuten, die er mag. Deswegen fahre ich da meistens raus. Was ist mit Hauke bloß los? Seitdem der Minecraft spielt, ist ja ganz schön... Alter, ich krieg hier nicht mal mehr eine gerade Kurve hin, so. Zack. Weißt du was? Eine gerade Kurve? Alter, hör auf mir zuzuhören. Das ist doch sonst nicht... Wir haben noch 6 Sekunden, dann kommt die Werbung. Weißt du was, Steffen? Was denn? Amte deines Waldes und Werbung die Kündigung an. Es kommt jetzt die Werbung. Viel Spaß.